So, hallo, wir machen weiter. Hi, Dings. Letztes Mal. Weiß ich nicht. Ach ja, das Glitch-Level hatten wir, richtig. Genau. Und gehen jetzt weiter. Darunter. Und müssen. Ah ja, After Dark City spielen. Dazu haben wir so einen Tipp von den Monden. Red Door in After Dark City. Be ready. Also wir müssen mal nach einer roten Tür Aussicht halten. Aber gucken wir mal, was da so passiert. Oh mein Gott, ich lieb's jetzt schon. Oh mein Gott. Egal wie das Level wird. Oh, Escape the City ist so ein guter Soundtrack bei Sonic gewesen. Und offenbar sind wir auch schnell, also ja. Okay, wir können. Okay, es ist ein. Ja, es ist ein Runner. Wir können nicht stoppen. Okay. Okay, das wird cool. Nur die Frage ist immer, wie gut man dann springen kann, aber es passt schon. Okay. Ah, oh, das feiere ich jetzt schon. Follow me. Und was ein guter Remix. Hier wäre es jetzt wieder super interessant zu wissen, was eigentlich in der normalen ROM benutzt wird als Musik. Ob es da auch einen guten Remix von gibt. Von dem Lied. Weil der hier ist es garantiert nicht. Oh, ich lieb's. Aber wie gehe ich da oben weiter? Ah, warte, muss ich vielleicht erst später springen? Banada! Dass ich irgendwie den. Ah ja, ich glaube ja. Das würde Sinn ergeben. Nein, so nicht. Ja, genau, in etwa so. So habe ich mir das vorgestellt, tatsächlich. Ist das so gedacht? Weil die Münze ist ja hier unten, aber... Ach, ich bin dumm. Jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich's. Ich kann ja zurück. Ich stups den an. Der macht es auf. Ich gehe zurück. Und dann springe ich rüber. Okay. Habe ich mich ein bisschen vertan. Ja. Ah, okay. Spin Jump. Da war eine blaue Münze. Nicht grundlos. Oh, ich sehe das Level ist so gut. Das ist jetzt mal wirklich perfekte Musikwahl. Ja, das ist genau das Gegenteil von dem Sägen-Level, wo einfach epische Zelda-Musik lief. Das ist einfach das Gegenteil von diesem Level. Das ist perfekte Musikwahl. Da, 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 di, di, di. Finde ich, also hat er leider bei manchen Leveln das Potenzial verschenkt von der Musik, weil hier hat er sie wirklich gut gewählt. Bei anderen Leveln hätte man vielleicht was Besseres wählen können. Aber naja, vor allem wenn man schon eben sowas Geiles einbaut, wie dass man so gut jedes Lied einfügen kann. Weil dann hast du ja wirklich schier unendliche Möglichkeiten.
Oh, das, ja. Oh ja, moin. Falsche Richtung. Oh, ja, tschüss. Ach, ich bin blöd. Mir kommt gerade, ich brauche ja gar nicht die Renntaste gedrückt halten. Eigentlich brauche ich nur Spinjump und Springen, ne? Oder ändert das irgendwas, wenn ich die noch zusätzlich drücke? Nee, ich bin einfach eh schnell. Okay. Ja. Also brauche ich eigentlich wirklich nur zwei Sprungtasten. Und das war's. Ah, Mist. Mist. Weil dann passiert es mir nämlich gar nicht, dass ich versehentlich das Viech in die Hand nehme oder so. Dann brauche ich die Taste überhaupt nicht. LOL. Brauche ich die Taste überhaupt nicht halten. Ja, ist natürlich völlig logisch. Warum ich da nicht gleich drauf gekommen bin, weiß ich nicht. Nice. Okay, und dann laufen wir da hin und her. Okay, alles klar. Sehr schön. Und dann springen wir da ab. Okay. Und dann laufen wir auf dem Ding auch hin und her. Okay. Oh, ich mag das Level übelst. Okay. Sobald ich an der Münze ankomme, kann ich eigentlich von der Münze abspringen. Okay, und dann geht's da irgendwie weiter. Hab noch nicht genau hingucken können. Ah, nee! Falsche Richtung. Da muss ich den vielleicht dann doch in die Hand nehmen. Oder? Hatte schon so einen Anschein, als dass ich das in die Hand nehmen müsste. Aber da kann ich ja dann auch bis dahin die Finger jetzt drauflegen. Genau, da habe ich eine gute Stelle, da wo ich hin und her laufe, kann ich die Finger dann drauflegen. Dann brauche ich am Anfang keinen Quatsch und da muss ich es dann in die Hand nehmen. Okay. Jetzt wieder die Finger runter. Ja, das passt. Mist. Okay, selbst an dem, okay, selbst am Gemüse habe ich weiterhin Speed. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, da wird jetzt tatsächlich kurz gestoppt. Ich habe mich voll auf Stoppen eingestellt. Ah, das war scheiße. Ich habe mich voll auf Stoppen eingestellt, aber es hat nicht funktioniert. Okay, muss ich wissen. Und da war, irgendwie war noch der On-Off verkehrt. Ich muss mal gucken, wo da der On-Off zum Drücken ist. Habe ich noch nicht gesehen. Irgendwo muss man noch den On-Off drücken. Aber ansonsten, da ist schon der Midway Point. Das ist wieder sehr angenehme Länge. Eine sehr, sehr angenehme Länge. No! Ah, das reicht nicht. Alter, das Level ist so gut! Allein die, also die Musik macht so viel aus, ne?
Wenn jetzt einfach normale SMB-Musik laufen würde, wahrscheinlich hätte ich nicht mal so ansatzweise das Feeling von dem Level. Aber so, oh mein Gott, es ist so gut. Holy moly. Oh shit, das war zu bald. Das war nicht so gut. Oh, das war auch nicht so gut. Ja, wieder zu bald. Das ist wieder dieses typische, beim ersten Mal klappt's und dann macht man erstmal wieder Fehler. Aber hey. Ist ja nicht weiter schlimm. Nice. Okay, wo ist... ich hab's wieder nicht... Ich konnte wieder nicht hingucken. Irgendwo muss man da noch hin und aufdrücken, aber ich weiß noch nicht wo. Solange ich das noch nicht weiß, werde ich wahrscheinlich nicht sofort zu Midway kommen. So. Ach, direkt dagegen springen. Okay, alles klar. Das kriegen wir hin. Zu hoch. Nein, zu bald. Schade. Okay, passt. Ich dachte, das haut nicht mehr hin, aber es hat hingehauen. Easy. Okay, bisher keine Red Door, ne? Gut. Okay, die muss ich wahrscheinlich mitnehmen. Die muss ich safe mitnehmen, ansonsten wäre die nicht da. Also nicht, ja, nicht drauf landen. Jo. Da muss man irgendwie auch hin und her. Ups. Ups. Aber da kann ich ein bisschen warten, ne? Oh ja, so nicht. An der einen Stelle kann ich scheinbar ein bisschen warten, was ungewöhnlich ist. Aber es wirkt so. Als ob ich hier sogar warten müsste. Jetzt muss ich hier hin und her, oder? Ah! Gecheckt. Also, ohne die Pfeile würde ich, glaube ich, mich wieder dumm anstellen. Ne? Also, diese Hinweise sind schon ganz nützlich. Ich glaube, ohne diese Hinweise würde ich wieder Blödsinn machen. Das wäre echt mal eine interessante Frage. Wie würde man diese ganzen Level spielen, wenn da nicht die Indikatoren wären? Ich glaube nämlich, dann würde das ganz anders hier laufen. Und zwar schlechter. Weil bis ich auf sowas komme, wie dass man da hin und her kann, weiß ich nicht. Glaube ich käme, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Ach Mann. Mach doch nicht kaputt immer.
Okay. Dann geh halt nicht hoch. Zum Glück kommt hier direkt der Midwaypoint. Der macht das schon immer an genau die richtige Stelle. Also es ist unglaublich, was der für ein Händchen hat dafür. Es ist unfassbar, was der für ein Händchen hat. Genau da, wo es dann praktisch wieder schwieriger wird. Wo man dann doch ein paar Anläufe braucht. Da kommt der freundliche Midway. Okay. Nein, nicht dumm! Normaler Sprung. Warum mache ich denn das jetzt? Hui, und jetzt? Keine Ahnung. Jetzt passieren Dinge. Auf die Dinge war ich noch nicht vorbereitet. Nein. Nein. Aber bam. Und ich gucke immer noch nach der roten Tür, die mich wahrscheinlich dann zu dem Mond führt. Aber die wird wahrscheinlich ganz kurz vorm Ziel kommen. Und da muss man dann halt wieder schnell reingehen. Deswegen ist es halt schon mal gut zu wissen, dass es sowas kommt. Und ich schätze, das ist einfach das Wichtigste, was man aus dem, aus diesem Hinweis mitnehmen sollte. Das. Ja, was genau mache ich da oben? Das sind zwei Münzen. So. Hm. Ja, wir werden es gleich rausfinden. Kommen wir immer wieder hin. So. Dass ich den jetzt verfehle, hätte ich nicht gedacht, aber ist okay. Dinge passieren. So, so. Ja, wie... Und ging die irgendwie los, die Shell oben? Aber ich weiß noch nicht ganz genau, wie oder was oder wo. Und fast mache ich es mal mit State und guck mir das an. Ich setze mal jetzt den State nach der... Nicht, weil es so schwierig ist, sondern weil ich das testen will, wie das geht. Dann spielen wir schon normal weiter, keine Sorge. Ah! Wait. Nee. Da, vielleicht muss ich da oben drauf bleiben, aber... Okay, verstanden. Das war der Pfeil da oben. Das war der Pfeil. Ich muss rüberspringen, dann muss ich umdrehen. Und dann wird da was losgeschossen. Verstanden. Das war wieder der Punkt, ne? Wäre der Pfeil da nicht gewesen, glaube ich, käme nicht drauf. Da haben wir es jetzt eigentlich gerade genau gesehen. Obwohl da sogar der Pfeil ist, musste ich überlegen. Und jetzt imagine einfach, der wäre eben der Pfeil nicht. Dann hätte ich diesen Hinweis jetzt gar nicht gecheckt. Hm. So. Aber zu dem Lied kannst du halt auch, ne? Zu dem Lied kannst du überhaupt nicht irgendwie genervt werden. So, das ist so gut. Einfach ein... Ja, ein Meilenstein in der Soundtrack-Geschichte von Videospielen. Überhaupt, Sonic hat so gute Soundtracks, also unglaublich. Okay, alles klar. Gecheckt. No! Oh.
Ich frage mich gerade, ob das überhaupt ein Remix ist oder einfach die echte Karaoke-Version von dem Lied. Also das echte Instrumental. Ist das ein Remix oder ist das... Ist es wahrscheinlich gar nicht, ne? Ich glaube, das ist gar kein... Das ist das echte. Oder? Also, wenn es nicht das echte ist, klingt es auf jeden Fall sehr wie das echte. Bruder, was? Okay, die nächste Stelle, die wir verstehen müssen. Da waren sehr viele Shells auf einen Mann, auf einen Haufen. Da waren sehr viele Shells auf einen Haufen. Nein, oh! Okay, what? Was geht da ab? So, ich springe hier rüber. Dann stupse ich die wahrscheinlich an oder so. Okay, ich stupse die an. Okay, das müssen wir jetzt mal ein bisschen testen. Ich stupse die an. Ich stupse die... Ah, okay, ich glaube, ich weiß. Ich stupse die an. Ich stupse die an. Dann geht es über die und dann geht es über die. Alles klar. Okay, ich hab's nicht mitgenommen. Schwierig. Ich hab's mitgenommen, bin aber gestorben. Auch schwierig. So ist gut. Und von vorne. Oh, das war nicht weit genug. Mist. So. Ich dachte, das reicht nicht, aber es hat gereicht. Oh, ja. Okay, da muss ich ein bisschen eher drauf. Aber läuft. Easy. Ah. Okay. Okay, sehr schön. Hui! 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 Okay, das ist nicht die Red Door. Vielleicht kommt direkt nach der Tür so ein Bi- Ah, ist das das? Ist es das mit jetzt Be Ready gemeint? Ich gehe durch die Tür und dann muss ich ready sein? Okay, erstmal muss ich die Tür erwischen. What the heck? Alter! Okay. Hä? Gehe ich jetzt nochmal durch? Ah, Be Ready. Okay, ich hab den Mond, was soll's. Ich will es nur kurz wissen, wenn ich jetzt durch die Tür gegangen, also wenn ich es jetzt geschafft hätte, durch die Tür zu gehen. Wenn ich es jetzt geschafft hätte, durch die Tür zu gehen, wäre ich dann wieder beim Ziel rausgekommen? Ja, okay. Das lassen wir so zählen. Ob ich jetzt nochmal spiele oder nicht, ist egal. Passt. Und hier rennt man gar nicht.
Okay, also man sollte hier ready sein, wenn man durch diese Tür geht. Alles klar. Gut. Dann haben wir den Hinweis jetzt auch abgehakt. Very nice. Und ich glaube, mit 42 Monden können wir schon die nächste Mondgeschichte uns anschauen, ne? Dann gehen wir doch mal wieder zurück. Ach, ich bin ja blöd. Ich kann ja einfach... Ich hätte ja einfach den hier machen können, ne? Dann, also ich hätte ja einfach pfeifen können und dann wäre ich, glaube ich, direkt hier gelandet. Bam, bam, bam. So, 40 haben wir schon. Ach, hätte ich schon da durchgekonnt mit für... Oh, ja, dann können wir vielleicht sogar jetzt zwei machen. Ach, jetzt muss ich die blöden Steine wieder... Siehst du, das habe ich komplett verdrängt. Ich dachte, wir waren schon... Hatten wir die 40 noch gar nicht dann gesehen? Ja gut, okay, dann machen wir das nochmal. Haben wir noch ein bisschen Videozeit, Lul. Wait, ich brauch den Notenblock gar nicht. Der Notenblock macht das viel schwieriger. Ja, der Notenblock macht das viel schwieriger. Okay, ich brauch den gar nicht. Na. Okay. Easy. Nee, hier waren wir auch schon. Ach so, ich muss das jetzt nochmal machen. Okay, hier waren wir nämlich auch schon. Ich dachte schon, ich hab schon gedacht, hä? Irgendwas passt da gerade nicht. Dann hat er das nur nicht gespeichert, oder? Ja, weiß ich nicht. Ist egal. Jedenfalls, jetzt, genau, jetzt kommt doch das mit dem Rutschen. Genau, jetzt kommt das mit dem Rutschen, richtig. Hui. Ja, super. Ich hatte das schon mal geschafft. Muss ich das nochmal machen? Na gut. Hui. Okay. Hui. 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 Ach ja, dann musst du... Okay, 42 ist der nächste. Passt. Ich kann da durch. Ich kann da durch. Sehr gut. Hui. Hui. Okay. So. So, jetzt geht's weiter. Also, ich habe ja schon die aufgeschrieben, wo es Monde gab. Jetzt kann ich nur kontrollieren, ob ich die auch alle richtig... Also, ob die alle, ne? Und so. Also... Where they belong habe ich aufgeschrieben, haben wir auch den Mond. Surfen habe ich aufgeschrieben, haben wir den Mond. Destination unknown. Destination unknown. Ah ja, hier oben habe ich aufgeschrieben, haben wir den Mond. Harrier haben wir den Mond. Fliff habe ich noch nicht aufgeschrieben, sollten wir aber den Mond haben. Also das war dieses Fly FF, ne? Ach, während ich es schreibe, sehe ich, dass es in der Zeile drüber steht. Ja, moin. Okay, habe ich aufgeschrieben, haben wir den Mond? Green habe ich aufgeschrieben, haben wir den Mond? Red habe ich aufgeschrieben, haben wir den Mond? Das sind genau die, die ich schon aufgeschrieben habe. Genau die, aber bis ins Detail. Perfekt. Gut. Oh, und dann, okay, das wird auch wieder, wobei das ist, glaube ich, gar nicht so schlimm, oder? Da muss man dann nur da rein und ja, das passt. Da muss man halt rechtzeitig rausspringen. Okay, das machen wir, wenn es soweit ist. Mit 44 Monden müssen wir dann da wieder hin. Alles klar. Bam, bam, bam. Badam, bam, 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 bam. Genau, dann haben wir hier nämlich jetzt alle. Und wo gab es denn jetzt hier schon Monde? Where they belong? Ah, nee, das habe ich schon aufgeschrieben. Ja, wo gab es denn jetzt eigentlich Monde? Das hatten wir schon. Muss ich jetzt nochmal kurz ablaufen? Da gab es keinen Mond. Da nicht.
Da auch nicht. Bei dem einen Level, wo man in den Hintergrund musste, gab es einen Mond, das weiß ich noch. Ja, hier, Hard Times, genau. Also, Hard Times. Aufschreiben und schon mal abhaken, als dass wir es haben. So, zack. Da gab es keinen Mond. Aber komme ich dann jetzt überhaupt noch auf 8 weitere? Dark City gab es den Mond. Wie viele Level haben wir noch? Moment, falsche Richtung. Hier haben wir noch ein Level, ne? Absolut RNG haben wir noch. Also, das wäre jetzt 3. Also, gehen wir mal davon aus, in jedem Level gibt es jetzt noch einen Mond. Dann hätten wir hier 43. Tears of the Bloody hätten wir 44. Boon is a Simp hätten wir 45. Letztes Level hätten wir 46. Odd Girls 21 Plus hätten wir 47. Ich weiß nicht, was das ist. Level macht mir schon vom Namen her Angst. 47, aber bisher gab es halt nicht in jedem Level einen Mond. Also es müsste jetzt wirklich in jedem Level einen Mond geben. Jetzt wäre ich bei 47. Falsche Richtung. Aber hier sind doch nicht mehr 3 Level. Laser Repellent wären wir bei 48. Vielleicht kommt ja nachdem dann nochmal 2 oder 3 Level oder so. Das kann ja sein, weiß ich nicht. Aber es müsste jetzt wirklich in jedem Level einen Mond geben, vor allem. Na, das ist der Punkt. Ah, stopp! Ein Level. Einen Mond haben wir noch nicht und den gibt es ziemlich sicher. Wenn man in diese Höhle da oben den Code eingibt, ich glaube, da gibt es einen Mond. Kann ich das kurz sehen? Hier. Secret Passage müsste auch einen Mond haben. Ja. Genau, und dafür brauche ich den Code von SMC, also von Things SMC 2. Okay, da gibt es auch einen Mond. Jetzt wären wir aber bei 49. Okay, dann fehlt der letzte Mond gedanklich noch. Vorausgesetzt, es ist jetzt wirklich in jedem Level ein Mond. Vorausgesetzt, es ist jetzt in jedem Level ein Mond. Und theoretisch haben wir immer noch nicht den Mond. Und dem da. Wo da oben ein Mond ist. Theoretisch haben wir den immer noch nicht. Ist das hier das Bourbon House? Ist es aber nicht, ne? Weil es heißt ja, es gab ja Escape the Bourbon House, aber ist das das Bourbon House? Also kann ich hier raus escapen vielleicht irgendwie? Ist das vielleicht möglich? Oder ist Bourbon House was anderes? Weil von den Leveln her haben wir jetzt auch kein Bourbon House kennengelernt. Aber der sagt auch nicht, wo wir hier sind, ne? I have a moon in my room. Na, den haben wir. Aber kann man hier irgendwie irgendwo raus? Das ist die eigentliche Frage. Ist hier irgendwie ein Ausgang, dass man hier irgendwie hier raus? Nee. Kann man da irgendwie hoch? Ist
da drauf stehen? Nee. Ich meine, hier kann man das Bild angucken, aber das sagt ja nichts. Ich meine, das ist genau die Stelle, ne? Da oben wäre der Mond, aber... Oh, Ich glaube, das ist einfach nur ein Bild. Weiß es nicht. Ja, das ist auch nur Fun. Das ist nur Fun. Durchs Fenster komme ich auch nicht raus oder so, ne? Glaubt ihr das hier irgendwas? Ich weiß es nicht. Aber welches Haus könnte noch das Bourbon-Haus sein, aus dem man escapen soll? Naja, müssen wir uns jetzt ja keine Gedanken dazu machen eigentlich. Erst wenn es soweit ist, dass wir wirklich den letzten Mond nicht finden sollten. Weil das hier scheint nicht das Bourbon-Haus zu sein. I don't know. Aber theoretisch ist da oben halt trotzdem noch ein Mond. So, das ist Fakt. Das ist Fakt, dass da oben noch ein Mond ist. Ein anderes Haus ist das bei Mona. Na, das ist auch ein Haus. Aber ist das ein Bourbon-Haus? Es sieht halt auch nicht wie ein Bourbon-Haus aus. Und hier habe ich ja, glaube ich, meinen Mond schon mitgenommen. Wenn mich nicht alles täuscht. Weiß ich nicht. Glaube ich, habe ich schon. Habe ich hier schon. Ich glaube, ich habe hier schon einen Mond gesnackt. Das war der Spaß, dass ich da oben gelandet bin, aber dann konnte ich da nichts. Nee, ich glaube, habe ich keinen Mond gesnackt. Hm. Doch, da ist ein Mond. Okay, dann war da irgendein Mond. Ah, wir haben. Mir fällt da gerade noch was ein. Wir haben ja auch noch diesen Hinweis mit dem Green Room und zwei Locations. Wir haben immer noch nicht den zweiten grünen Raum gefunden. Wo man die dritte Wine benutzen soll. Wir haben immer noch nicht diesen zweiten grünen Raum gefunden. Habe ich ganz vergessen. Wo könntest du noch grüne Räume geben? Keine Ahnung. Aber da könnte noch ein Mond sein auch. Okay, ist ja egal. Ist ja erstmal Wurst. Ist ja erstmal Wurst. Hier war nichts weiter. Nee, ist egal. Passt schon. Wir gehen dann jedenfalls... Achso, ich muss so wieder zurück. Nächstes Mal in das... Wie hieß das Level? Ist vergessen. Wait, kann ich... Ist jetzt hier eigentlich mehr? Ist bei Judgment jetzt eigentlich mehr, nachdem wir alles gemacht haben? Kann ich jetzt irgendwie mir was holen? Ist hier ein Mond oder so? Nee, das war wirklich nur so ein Hinweis. Mehr war das nicht. Und das gibt's halt zweimal, diese Geschichte. Diese Geschichte mit dem Green Room gibt's halt zweimal. Aber vielleicht kommt es auch noch im finalen Schloss. Das kann ja sein, dass es da wieder einen Green Room gibt. Das wird sein. In dem Tanasin-Schloss gibt's bestimmt wieder einen Green Room. Ich glaube, ich denke viel zu kompliziert. Wahrscheinlich ist es so simpel, dass es einfach da dann wieder ein Green Room gibt. Irgendwie sowas. Okay. So, After Dark City haben wir gespielt, wie gesagt. Dann können wir nächstes Mal... Genau. Absolut RNG spielen. Ich bin sehr gespannt, was das für ein Level wird. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss!